Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Lernvideo, wie du den 5x5 Rubik's Cube lösen kannst. Erinnerst du dich noch? Im letzten Video habe ich dir gezeigt, wie du diese Mitten lösen kannst hier. In diesem Video zeige ich dir, wie du diese Kanten miteinander verbinden kannst. Also eigentlich wieder das gleiche wie auch schon beim 4x4 Rubik's Cube. Nur jetzt einfach mit drei Kanten und nicht mehr mit zwei. Und wie du das schaffst, zeige ich dir jetzt. Also, eigentlich funktioniert das mit den Kanten genau gleich wie im 4x4 Rubik's Cube. Man sucht sich zuerst mal zwei Kanten, dann dreht man sie übereinander. Und jetzt sind diese, wenn ich die zusammendrehe, noch vertauscht, also wieder den genau gleichen Algorithmus wie beim 4x4 Würfel, so auf die Seite, dann hoch und hier wieder auf die andere Seite. Und jetzt sind sie so gepaart. Dann muss man schauen, dass hier ein kaputtes Paar ist und man kann wieder den Algorithmus brauchen vom letzten Mal. Das Kantenpaar zusammenbringen, dann auf die Seite sichern, das kaputte Paar einfügen und auf diese Seite wieder nochmal kaputt machen. Dann hat man hier schon zwei Kanten miteinander verbunden und die kann man jetzt, muss man halt noch ein drittes Mal verbinden. Jetzt hier mit dieser Kante hier. Also muss diese Kante hier hin, hochdrehen und drüber. Jetzt muss sie aber sozusagen mit übers Kreuz stehen, mit diesen zwei. Also wieder den Algorithmus. So, hoch und hier wieder auf die andere Seite. Und es ist übers Kreuz. Hier schauen, dass hier ein kaputtes Kantenpaar ist. Und dann kann man wieder den Algorithmus brauchen. Ich flicke das Kantenpaar. Dann sichere ich es auf der Seite. Dann füge ich es, das andere Kantenpaar ein und mache das eigentlich nochmal kaputt. Okay, jetzt habe ich schon eine Kante hier gemacht. Sehe hier, hier hat es ja schon zwei zusammengefügt und hier ist die dritte, also machen wir die doch noch gerade ganz fertig. Also ich drehe das runter. So. Jetzt auch diese sind so gerade zueinander, sie müssen aber schräg sein, also hierhin. Deswegen mache ich wieder den gleichen Algorithmus von vorhin. So und so. Jetzt sind sie so diagonal. Jetzt schauen, dass hier ein kaputtes Kantenpaar ist und ich mache den Algorithmus. Hier hoch, dann auf die Seite sichern, runter und wieder zurück. Und wieder runter. Jetzt habe ich hier gerade zufälligerweise gleichzeitig auch noch ein zweites Zweierpaar gemacht. Und da suche ich jetzt noch die dritte Kante, diese hier. Und auch die sind gerade zueinander, also wieder ein Algorithmus. Hier auf die Seite, dann hoch und wieder auf diese Seite. Und sie sind schräg zueinander. Dann hier ist jetzt diesmal auf der rechten Seite ist jetzt kein kaputtes, es ist jetzt ein kaputtes Kantenpaar und ich mache wieder den Algorithmus, jetzt halt mit rechts. Wieder hoch, dann sichere ich es auf der Seite, füge das kaputte Kantenpaar ein und mache das nochmal kaputt. So, jetzt suchen wir uns nochmal ein, zum Beispiel das hier hat auch schon zwei. Und die dritte Kante, die ist hier, dann hochdrehen und auf diese Seite. Die sind jetzt noch schon schräg zueinander. Und hier ist, muss jetzt ein kaputtes Kantenpaar sein, also zum Beispiel das hier. Und ich kann wieder den Algorithmus machen. Hoch, auf die Seite, dann das hier einfügen und nochmal kaputt machen. Jetzt, ich könnte natürlich auch diese zwei Kanten miteinander verbinden. Also,
die müssen jetzt auch diagonal zueinander stehen, also brauche ich wieder den Algorithmus. So. Und jetzt, wenn ich die halt miteinander verbinde, muss ich dann später noch das hier einfügen. Aber das funktioniert auch. Jetzt einfach schauen, dass hier ein kaputtes Kantenpaar ist. Und dann mache ich die zusammen, sichere es, füge ein anderes Kantenpaar ein und mache dieses noch mal kaputt. Jetzt, da hast du vielleicht gesehen, ist da noch die dritte Kante von diesen zwei. Und da muss ich jetzt schauen, dass wenn ich da eine hochdrehe, dass damit sich das miteinander verbindet. Weil es kann auch sein, wenn es halt auf dieser Seite ist, dass es sich nicht miteinander verbindet. Deswegen schauen, damit dass sich es miteinander verbindet. So. Und jetzt muss ich halt dann beide hochdrehen. Und jetzt kommt es nicht drauf an, es muss einfach auf einer Seite muss ein kaputtes Kantenpaar sein. Und dann drehe ich beide hoch und dann auf diese Seite halt, wo das kaputte Kantenpaar war, dann füge ich dieses Kantenpaar hier ein und mache es nochmal kaputt. Und das musst du jetzt eigentlich mit allen Kanten so machen. Du wirst merken, dass du das so lange machen kannst, bis du nur noch zwei Kanten hast. Und wie es dann funktioniert, zeige ich dir jetzt. So, bei mir sind jetzt hier eigentlich alle Kanten gelöst. Überall. Außer hier diese zwei Kanten. Die muss ich jetzt noch lösen. Und ich kann es hier halt jetzt nicht mehr so machen wie vorhin. Also so hochdrehen, weil ja hier kein kaputtes Kantenpaar mehr ist. Und dann mache ich es mir ja hier so kaputt, hier das hier. Deswegen muss ich jetzt hier einzelne Steine miteinander tauschen. Und auch hier muss ich achten, wenn ich jetzt diesen Stein will ich ja mit diesem tauschen. Und auch da muss ich jetzt darauf achten, damit diese Steine übers Kreuz sind. Wenn das nicht so ist, brauchen wir wieder den gleichen Algorithmus wie vorhin. Also so auf die Seite, hoch und hier oben wieder zurück. Jetzt liegen diese zwei Steine übers Kreuz zueinander. So, und jetzt kommt ein kleiner Algorithmus, der aber wirklich nicht so schwer ist, weil er auch ein bisschen einen Rhythmus darin hat. Also, ich drehe bis zu diesem Stein, der ich hier tauschen möchte, nach unten. Also, ich möchte ja diesen Stein mit dem hier tauschen. Also drehe ich bis zu dem Stein, der ich tauschen will, hier nach da rüben. Also wenn ich diesen Stein mit einem tauschen möchte, drehe ich nur bis hier. Und jetzt will ich ja diese zwei Steine miteinander tauschen. Also drehe ich bis, dass die zwei hier verbunden werden, sozusagen. Also, dann mache ich das so. Und jetzt hier hoch, dann auf die Seite, wieder runter. Jetzt so, hoch. Und das hier zurück und nach unten wieder und das hier wieder zurückdrehen. So, und jetzt sind eigentlich hier alle orange-weißen Kanten und hier alle gelb-grünen. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann musst du einfach so viele tauschen, bis alle orange-weißen oder alle halt Kanten am richtigen Ort sind. Aber jetzt siehst du gerade, sind hier diese zwei Kanten noch vertauscht. Und das braucht jetzt nochmal ein Algorithmus. Das ist jetzt eigentlich sozusagen ein Fehler. Das gab es ja auch schon im 4x4-Würfel beim letzten Schritt. Aber das kann halt sein. Und hier braucht es jetzt auch nochmal einen ziemlich langen Algorithmus. Der aber auch ein bisschen Rhythmus darin hat. Und ich glaube schon, dass du ihn gut merken kannst. Also, ich nehme diese Kante, die ich
so tauschen möchte, sozusagen so vor mir und drehe dann 2 so hoch. Dann hier hinten drehe ich das hier 2-mal. Dann hier oben 2-mal. Dann 1 nach hier auf dieser Seite nach unten. Dann wieder 2-mal. Dann 1 auf dieser Seite nach unten. 2-mal. 1 auf dieser Seite nach oben. Wieder 2-mal. Dann hier vorne 2-mal. Und hier 1 hoch und wieder 2-mal. Dann auf dieser Seite 1 hoch und hier wieder 2-mal und wieder zurück. Und diese Kante ist gedreht. Jetzt machen wir das gleich nochmal bei dieser Kante, damit dann die auch beendet ist. Also, ich drehe hier 2-mal hoch, dann hier hinten 2-mal, dann oben 2-mal, 1 nach unten auf dieser Seite, dann wieder 2-mal, 1 nach unten auf dieser Seite, wieder 2-mal, jetzt 1 nach oben auf dieser Seite, wieder 2-mal und dann hier vorne 2-mal. Dann hier 1 nach oben, wieder 2-mal, dann auf dieser Seite wieder 1 nach oben und hier 2-mal und zurück. Und auch diese Kante ist gedreht. Und somit sind jetzt hier alle Kanten gedreht. Wenn jetzt das ein bisschen zu schnell ging, dann schau dir vielleicht auch nochmal das Video zum 4x4 Würfel an. Dort erkläre ich es noch ein bisschen ausführlicher, wie man die einzelnen Kanten zusammentut. Und somit ist auch hast du auch diesen Schritt, um zu der Lösung zu kommen, abgeschlossen.